Da steckt eine Aggressivität drin. Pisst ihm was an und er findet manches richtig scheiße und dann würde hier erstmal klar Schiff machen. Ich denke mal, da kam vom Crazy O was Tolles kommen. Ich bin ein lieber Kerl, vergreif mich gerade nur im Turm. Doch das wollen diese Kids doch hören. Na dann rein in die Fresse, bis ins Gehirn. Mein erster Gegner, der ist Teil des Problems. Was ich meine, kann ich gleich mal erzählen. Denn diese Staffel hatte Ambition. Es hat doch krass begonnen. Doch dann hat Roman sowas angenommen. Sofort war Respekt weg, man war es nicht ernst. Doch die Top-Tiere sahen es als Scherz. Deswegen zogen sie zurück oder machten als Troll mit. Ich könnte kotzen, doch der Dunstkreis erfreut sich. Ich komm in deine Hut, besuche dich jetzt, Lolli Jan. Aus meinem Van frag ich dich, willst du nen Lolli Jan? Denn du Pisskopf bist das Sinnbild des Ganzen. Deswegen wird der Crazy dieser Bitch jetzt misshandeln. Und ja, jetzt könnt ihr sowas behaupten, was misshandeln. Ich werd einfach diesen Frodo enthaupten auf dem Altschauerberg. Du wurdest dort gezeugt, denn du siehst aus, hätte man Pingro mit dem Lord gekreuzt. Ich hoffe, der Ork bereut, dass er hier mitmacht, denn er wird zerfetzt und einfach übers Dorf zerstreut. Ramsey wird bei dieser Runde horchen feucht, denn dass der Crazy sowas macht wie ein Mord ist neu. Digga, wie du aussiehst, kannst du dich wirklich nicht sehen lassen. Dabei dachte ich hätte mich zu viel gehen lassen. Doch halb so eins, so auszusehen, ne epische Schande. Leute, ich bleib der Single aus der ekligen Schanze. So wie du aussiehst, stammt von dir Omikron. Pflanzt du dich dann doch weiter, nennt man das nen Lolli-Sohn? Ja, ich frag mich das wirklich. Nachdem ich da war, sieht dein Zimmer aus wie den Haag 45. Du spielst Among Us und wirst dort gekickt, so wie in MRR, obwohl ich der Imposter bin. Doch bevor ich jetzt hier endgültig den Huren klatsche, bat mich Romantik, weil ich den so hart mache. Lolli Jan, du bist einfach nur Müllmann, als hätte man mein Faxe nur mit Scheiße gefüttert. Du bist Wax, sollst wie Harry in einem Schrank leben. Nicht mal Adi wird nen Snack von dir annehmen. Ich hoffe, nächste Runde ist der zweite Topf raus. Da kommt die Champions League etwas später doch raus. Ich könnte wetten, dieser Lolli, seine Runde wird weg, auch wenn er besser wird und setzt auf Überraschung. Wird sich jedes Mal nach Wacken Qualis Juroren verarschen lassen. Ja, er trifft den Takt und er kann auch meinen Namen sagen. Das ist mir ernst, das merkt man schon, Motherfucker, daran, dass ich diesmal nicht mal eine Hook gemacht hat. Fazit des Ganzen, hier wird jeder Hundesohn gefickt. Ich will gewinnen und mache unironisch mit. Doch eine Sache hast du gut gemacht, kann ich dir gleich versichern. Mit deiner Quali kann man unseren kleinen Prime Dad triggern. Also, auf die Fresse, fertig, los. Klingt doch gut, ne? Hat mir gefallen.